Schützt dieses Schloss vor jedem weiteren Angriff. Cool. Schön für euch. Das habt ihr nämlich, das habt ihr nicht gut gemacht, muss ich sagen. Was macht euren Job. Das Schloss beschützt bei einem Angriff. Es wurde komplett unterwandert. Unterwandert. Christlich. So, Jungs, habt ihr aufgepasst? Was ist gerade Sachertorte? Peach herumführen. Na, wo ist Peach? Wo ist denn diese Flittchen? Wo ist die Frau? Frau! Guck, Mario und Luigi haben genau dieselben Augen. Das sieht sau merkwürdig aus. So, das ist merkwürdig. Was ist das hier für eine Wand? Thunder! Wer hat das da hingebaut? Oh, tatsächlich. Ugh. Die Leute, die dieses Schloss gebaut haben, denkt mal ein bisschen nach, Johnny, also wirklich. So viel Verstand hätte ich dir zugetraut. Das hat Peach sieht besonders komisch aus, weil ihre Augen braun sind. Ja. Ja, kann sein. Alle Schwarztöne sind bei ihrem Outfit braun. Wieso habe ich Outfit gesagt? Ich meinte eher sowas wie Farbpalette. Du bist auch so ein Outfit. Fuck, wo ist denn Peach jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich in der Stadt. Du hörst jetzt die taucht schon wieder wie, auf. Mit Zelda aus Minish Cap. Ich habe zwar ganz gute Erinnerungen an das Spiel, aber nicht ganz so gut, dass ich immer... Ich weiß nur noch, dass das ist eine sehr nervige Escort-Mission mit Peach gibt und Mori kann sich schon mal die Finger... Die habe ich wahrscheinlich komplett aus meinem Gedächtnis verdrängt. ...danach lecken, weil es einfach so ein Bullshit ist. Der einzige Grund, warum ich meine Finger lecke, ist, weil ich mir ein Glas mit Gurken gekauft habe. Alter... Und warum ich meine Finger lecke, ist, wenn dann KFC. Finger lecken good. Ich habe letztens ein Video dazu geguckt, What Happened to KFC, und da habe ich den Slogan das erste Mal gehört. Und scheinbar ist KFC in den USA echt scheiße. Nur außerhalb KFC von bockt den hier USA. Auch nicht. Ich bin jedes Mal enttäuscht. Ich habe immer das Gefühl, oh, KFC ist, glaube ich, voll geil. Es ist schon so lange her, dass ich das da gegessen habe, dass ich nicht mehr weiß, wie geil es war. Ich gehe mal hin und dann sitze ich da und denk so, ich schmeck das Fleisch überhaupt nicht. Ich schmeck nur irgendwelches frittiertes Teigzeug, was... Echt? Ja. Ich bin immer... Ich dachte, ich mag es, aber... Hier ist es ziemlich lecker. Nach dem vierten Mal habe ich mich endgültig entschieden, da nie wieder drauf reinzufallen. Und jetzt, wo wir davon sprechen, habe ich das Gefühl, ich will wieder zu KFC. Und ich bin sauer auf mich selbst, dass ich so denke. Glaubt ihr, auf pizza.de kann ich was von KFC bestellen? Weiß, ich werde wieder enttäuscht werden, aber ich habe jetzt auf einmal wieder Bock, zu KFC zu gehen. Was soll der Scheiß? Ist das meine Schuld, Johnny? Ich hab mir geschworen, nicht mehr hinzugehen, jetzt habe ich Appetit drauf. Dabei weiß ich, es wird mir nicht schmecken. Ich hab gar nichts gesagt. Ja und? Wie trocken das war. Ich hab gar nichts gesagt. Es hat doch niemand gesagt, dass du was gesagt hast. Du hast irgendwas gesagt von wegen ihr. Nein. Aber bei euch schmeckt ja auch angeblich McDonald's gut. Oh Mann, nein, immer wieder nicht. Zur rechten Zeit am rechten Ort. Ja, wir haben uns auch gar nicht verlaufen. ich bin immer der Meinung, dass Burger King sehr viel besser ist als McDonald's. Ja, bin ich auch der Meinung. Nee, ich nicht. Mario, Luigi! Mir ist Burger King immer kalt, Mario, und pappig. Mario, Luigi! Ja, ich weiß nicht, ich mag allein die Soßen bei Burger King auf den Burgern sehr viel mehr. Ich mag die Soße vom Royal TS und ich vom finde die, Big Tasty die, halt extrem gerne. Ich finde das Fleisch auf den... Die Soße finde ich so ranzig. Ich finde das Fleisch schmeckt bei Burger King nach Fleisch. Das irgendwie stimmt. Das Hühnchenzeug bei McDonald's ist sowas von ranzig. Die Pommes bei McDonald's sind halt in der Regel auch echt nicht wusstet gut. Ihr, dass das ist das Pappe irgendwie, keine Ahnung, wusstet was ist ihr, das? Dass die Buletten in Amerika von McDonald's, das ist einfach, ist kein Fleisch. Ja, es ist wirklich kein Fleisch. Es ist American Slime. Das ist einfach so eine Paste, ja, aus Fleischresten geformt wurde. Das haben sie hier mit den Hühnchen. Also doch, Sachen, es ist vielleicht auch. Fleisch, aber es ist auch, ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist es nicht mal Fleisch, aber es ist auf jeden Fall kein Beef. Nee, es sind irgendwelche Fleischreste zusammengepanscht. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt Fleisch ist. Vielleicht sind die Burger einfach schon von sich aus vegan. Ich habe mich gerade mit Königin Marmella unterhalten. Wusstet ihr, dass es in diesem Land eine Toadsiedlung mit dem schönen Namen Little Toad Town gibt? Stimmt, da gibt's Gino. Also ein Minispiel, wo Gino kurz auftaucht. Daran erinnere ich mich. In diesem Ort leben Toads, die in dieses Land gezogen sind. Verräter. Da ich schon einmal hier bin, sollte ich als Prinzessin vielleicht die Toads in Little Toad Town besuchen. Anstatt sich zu integrieren, wurde also einfach ein kleiner Ort gegründet, der genau wie das Pilzkönigreich ist, nur in klein. So also in der Enklave? Meinte, um nach Little Toad Town zu kommen, muss man durch das Grüntal, das nördlich von hier gelegen ist.
Im Grüntal leben Monster, es ist für euch ein wenig, nein, ziemlich gefährlich. Da haben wir ja auch noch nichts mit. Und Konstrukt des Königsreichs. Ja, das des Königsreichs. Protestiere ich. Blablabla. Ich bin unzufrieden. Ja, Mama. Es ist Wahnsinn, in einem fremden Land durch ein Gebiet voller Monster zu reisen. Wenn allerdings Mario und Luigi dabei wären. Meine Fresse, ich verstehe nicht, wieso sie immer noch mit uns reden, als wären wir irgendwie so eine Ausnahmesituation. Wir hängen wahrscheinlich jeden Tag bei denen ab. Ja. Natürlich kümmern wir uns um die Prinzessin. Mario, Luigi, ihr habt Toadsworth doch sicher verstanden, oder? Das, denkt sie, wir sind irgendwie bescheuert? Nein. Ihr begleitet mich doch sicher nach Little Toad Town, oder? Mario. Luigi. Zufrieden, alter Herr? Ich kann den Grünen nicht mehr sehen. Wie hast du denn Luigi genannt? Der ist doch gar nicht so alt. Aber passt bitte ganz gut, ganz, ganz gut auf euch auf, Prinzessin. Wir beginnen sofort mit den Vorbereitungen. Mario, geht ihr schon vor. Wir treffen uns am Eingang des Grüntals. Nun, Königin Marmella entschuldigt uns. Ich habe mein Genick gebrochen. Eure Prinzessin ist nicht nur hübsch, sondern auch klug und entschlossen. Ja, du bist fett. Wirkt sie auf mich nicht. Ich bin beeindruckt von diesem starken Charakter. Starker Charakter ist nicht unbedingt, nicht unbedingt zwei Worte, mit denen man Peach in der Regel beschreibt. Willst du etwa sagen, dass Peach kein starker Charakter ist? Ihr seid mir für die Sicherheit der Prinzessin verantwortlich. Möchtet ihr zum Grüntal, so wandert ihr von der Stadt aus in nordöstliche Richtung. Nordöstlich. 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 Das ist eigentlich gar nicht mal so falsch. Nord-Nord-Ost. Ich wollte was sagen, aber wir haben ihn abgewürgt. Nord-Nord-Ost. Nord-Nord-Ost. Nee, Nerd. Oh, hier ist die Fotografin. Nerd. Ich dachte, es war ein Typ. Man nennt mich einen Kamerastylist. Ich dachte, habt ihr den ernsthaft als Frau erkannt? Nein, das ist ein Typ. Nein, der hat eine vergessen gehabt, tut mir leid. Der hat eine Halbglatze. Ja, so eine Halbglatze mit langen Haaren. Eklig. Hast du gerade etwas gesagt, dass Halbglatzen eklig sind? Nein. Morgi, lässt du dir das gefallen? Das ist eine ganze Glatze. Da war eine Elektrokugel. Donner die mal. Thunder! Oh Gott, hier ist alles voll mit Fuckviechern. Ja, diese wo bin ich hier? Im Wald! Nee. Ich glaube, ich stehe im Wald. Ich glaube, mich küsst ein Pferd. Was? Da brat mir einer ein Pony. Da wird doch die Schlange in der Pfanne verrückt. Ich hab gehört, gebratene Schlangen sollen lecker sein. Ich hab's noch nie probiert. Gut, den Joke weitergeführt, Fully. Gebratene Pfannen sollen lecker sein. Ich kenne den Bratpfannenberg. Kennt ihr den Bratpfannenberg? Nee. Der ist aus Druckerball. Also jetzt mal bitte, willst du mir etwa einen Hund aufbinden? Willst du doch. Nicht. Gib's doch zu. Schlau wie ein Gürteltier. Ist Fuchs das Wort, was du suchst? Nein. Ich weiß nicht, wer dieser Fuchs ist, von dem du redest. Mit Nachnamen McCloud. Ich glaube, das Wort, das du suchst, ist Skywalker. Hey, McCloud! Hey, McCloud! Schicke Laserpistole! Oh nein! Oh nein, aber ich bin betuppt hier! Hey, Cloud! Weh, du setzt wieder deinen Scheiß Reflektorschild gegen mich ein. Feuer! Ich habe bei ihm immer Feuer verstanden.
Fire! Bei wem hast du was verstanden? Bei Fox. Feuer! Fire! Sagt er doch auch. Nee, er sagt doch eher Fire als Feuer. Ja, okay, mein Gott. Ja, das ist ein Unterschied, hallo. Assumes hier Sprache oder was? Ist ja so unglaublich anders. Ich glaube, der Junge assumes Sprachen. Wenn jemand laut Feuer ruft, dann könnte es genauso gut Fire sein. Nee, glaube ich nicht. Ich feier das! Feuer ich! Ich feuer dich. Fox, wie findest du das denn? Feuer ich! Waren wir hier schon? Man kommt öfter mal in irgendwelche komischen Höhlen, ja. Aber ich glaub, in der hier waren wir noch nicht. Die stärkeren Hämmer! Die Boys! Oh Gott. Du hast nicht mal gesehen, die sind. Wie geht's, wie steht's? Wir sind hier umgezogen. Die Zimmer sind größer und es arbeitet sich hier auch besser. Von der veränderten Luft hier, ich meine Stimme verändert. Ja, so war das. Kriegen die wohl? Seid ihr zufrieden mit unseren Hämmern? Ihr könnt die Hämmer auch noch etwas solider machen. Wenn ihr wollt, für lau. Hämmer wovon solider leben machen. Die beiden? Immer solider machen? Ja. Also los, Bruder, frischer Zwerg. Okay. Au. Ja, ich erinnere mich wieder, das war das mit dem. Au. Au. Wie kommst du eigentlich mit deiner Sammlung voran? Ja, genau so. Darauf wollte ich gerade ansprechen. Die Hämmer sind verstärkt worden. Super Hämmer! Yay! Einige der Felsen, die bisher zu hart waren, könnt ihr jetzt zerstören. Probiert die neue Kraft der Hämmer gleich mal aus. Das ist ja krank. Kommt demnächst doch mal wieder. Was ist denn daran krank? Was ist denn los mit dir, Johnny? Dann machen wir eure Hämmer noch etwas besser. Und härter. So was würde ich nie sagen. Oh, da kommt es geht immer noch nicht. Wie dumm. Diese Felsen sehen wir gerade zum ersten Mal, die wir jetzt kaputt machen können. Alter, glaubt ihr, der macht einen Quiz mit uns? Ich bin der verspielte Steinblock. Spielt mit mir für nur 200 Münzen. Das wollt ihr doch, oder etwa nicht? Steinblöcke sind halt echt irgendwie in diesem Universum immer. Die haben oft mit sowas zu tun. Selbst im zweiten Teil passiert das, glaube ich, auch. Schlag einfach einen Teil mit dem Hammer kaputt. Wenn etwas bekommt ihr einen tollen Preis. Gott, da gab's so eine. Im zweiten Teil gibt's doch so eine komische Story mit so einem Steinblock, der Stress mit seiner Frau hat und irgendwie. Dann bekämpft man die noch und dann lassen die sich scheiden oder irgendwie so. Oder die, zumindest trennen die sich dann. Warte mal. Warte mal! Du Ekliger! Der will mir doch einen Bären aufbinden! Hä? Sind die alle falsch? Ist das jedes Mal. Du hast doch ein fucking. Natürlich habe ich ein Self-State-Gesetz! Das erkennt der Johnny aber früh. Okay, warte. Ja, nein, das habe ich schon längst verstanden. Ich meine, bezogen auf die Situation, dass wir immer verlieren. Was soll das denn? Das ist echt absolut bescheuert. Was? Nein, das will ich nicht. Verschwinde, bevor ich euch zerquetsche. Hä? Du Haufen Scheiße! Was sollte das denn? Ist mal mit Mario zugeschlagen? Vielleicht macht das. Nein, das ist total dumm. Gesundheit. Was sollte denn dieses blöde Minispiel? Vielleicht hätte man beim zweiten Mal gewonnen. Ja, ich werde jetzt nochmal 200 Münzen dafür ausgeben. Du kannst ja vorher ein Safe-State machen. Ja. Daran hatte Moggy nicht gedacht. Und dann brach Moggys Weltbild zusammen. Oh nö, mein Weltbild. Es machte Crunch. Oh nein. Und Krach. Und Plums. Er macht jetzt die Unordnung weg. Und sein Weltbild war zusammengebrochen. Und wieder mal kann alles sich wegmachen. Shit, da geht's nicht weiter. Moggy machte sich daran, sein Weltbild wieder in Ordnung zu bringen. Er holte die Schaufel und den Feger. Warum habe ich einen? Naja, die Schaufel. Jetzt ist mein. Ich würde gerade sagen, warum die Schaufel, wieder aber, in Ordnung. Ja. Ja, ich hätte es andersrum sagen sollen. Feger und Schaufel ist irgendwie bekannter als Schaufel und Feger. Sagt man nicht Kehrschaufel dazu? Was. Bitte? Sagt man nicht Kehrschaufel dazu? Ich sag Handfeger und Schaufel. Ich kenne Kehrfeger, aber Kehrschaufel. Kehrfeger.
Ich kenne beides nicht wirklich. Also klar, man kann sich die Worte auch so zurechtlegen, dass man sowieso versteht, was gemeint ist, aber... Wo zum Fick muss ich hier entlang? Ist das alles... Das war nur für die Hammer, oder? Du kannst auf die Karte gucken, wo dieses Toad Town ist. Ich hab eine Karte. Aber du kannst trotzdem die anderen Sachen nicht kaputt machen. Was soll das Ganze denn? In welche dann ungefähre Richtung du halt gehen sollst, steht da zumindest... Also kann man zumindest irgendwie erahnen. Ja, wir sind fast da. Also irgendwo hier ist schon richtig. Oh yeah. Dass wir schon fast da sind. Dass wir schon fast da sind. Oh, ich muss da links entlang. Ah, jetzt habe ich mich erst erinnert, welche Szene das ist. Hallo! Hallo. Dass ich schon fast da bin. Dass ich schon fast da bin. Dass ich schon fast da bin. Warum haben wir die Folge eigentlich nicht geguckt? Hey, das ist unfair. Oh, das ist so eine gute Folge. Ja. Oh, man braucht hier sogar die besseren Hammer. Oh, ja gut, dann war das doch nicht umsonst. Let's go! Wander zu Wasser und zu Land. Hä? Ah, jetzt. Oh Gott! Ich wusste nicht, dass man für den Dreher dahinter stehen muss. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum das so ist. Oh, möchte ihr meinen Jogginganzug? Ich mache Sport. Ja, wahrscheinlich macht das schon Sinn. Tja, als ich jung war, hatte ich nur Blödsinn im Kopf. Wenn meine Kumpel Wasser im Mund hatte, habe ich ihn von hinten gekitzelt. Und er kann sein Lachen nicht mehr unterdrücken. Er hat das ganze Wasser ausgespuckt. Jetzt finde ich das ziemlich trivial. Als ich jung war, fanden wir das alle irre witzig. Ich vermisse ihn. Er ist heute vor genau einem Jahr gestorben. Ach ja. Ich gehe jetzt mal weiter in Richtung Wand. Ich will Wand. Euch da nicht weiter belästigen. Und ihr ich mich bitte auch nicht. Ich vermisse meinen Freund. Und ihr, mein Freund, hallo. Das ist einfach nur ein Duschkopf, der in den Boden steckt. Kann mir doch keiner erzählen. Hast du was gegen Duschköpfe? Ach so, man soll das hier einfach nur raufgucken. Echt? 6-mal? Damit du es auch ganz richtig verstanden hast. Soll man das jetzt mit dem Hammer machen oder soll man nein, also das mit dem Raufspringen machen? Nein, du sollst ihn kitzeln. Mit Elektro. Oder mit dem... Ich soll ihn mit Thunder. Elektro kitzeln? Ja. Yeah. Thunder. Ja, deswegen kitzeln. Deswegen hat er das so gesagt wahrscheinlich. Das ist jetzt nicht wirklich kitzeln, das ist eher eine Elektroschocktherapie. Du stehst wahrscheinlich nicht nah genug dran. Vielleicht solltest du es einfach nicht von unten, sondern von der Seite machen, damit man auch sieht, was man macht. Mann, du Idiot. Ohne Witz. Oh, ich dachte, das hätte wieder nicht funktioniert. Ja, aber dasselbe müsste doch passieren, wenn du auf ihn raufhüpfst. Nee, er spuckt nämlich ja alles auf einmal aus. Dann war deswegen. Ach so, ich habe gerade gedacht, beim Draufhüpfen ist ungefähr dasselbe passiert, aber beim Draufhüpfen ist eher dasselbe passiert wie beim Hammer, oder? Oh, ich habe gerade gedacht. Das ist Problem Nummer 1. Amazonas. Ja, ich sollte es lassen. Ja, auf den Scheiße. Ich sollte es einfach mal lassen. Ja, lass es, Mann, ey. Lass es jetzt einfach, bitte. Ja, lass es einfach mal, ohne Witz. Jerome! Was soll das denn? Jerome! Nein, Jerome. Ich habe Jerome verstanden, also lass Jerome? Oh, das wird man doch nicht ausgesprochen. Jerome! Was war das für eine Lache? Ich hab dir den Namen gegeben, also weiß ich genau, wie Jerome. Auf dein Zimmer, Jerome! Oh, so wird doch gar nicht ausgesprochen. Papa, ich heiße Stefan, nicht Stepan. Ich weiß Stepan, ich habe dir diesen Namen gegeben. Wovon zum Fick redest du? Was ist denn los mit euch? Mogi weiß es nicht, aber ich habe mir das nicht ausgedacht. Das ist ja eine Überraschung, John. Hat sich das auch nicht auch selber ausgedacht. Ich denke mir sehr viele Sachen in Naja, eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, das stimmt doch nicht. Okidoki. Oh yeah! Habt ihr die Bohne gesehen? Habt ihr die verdammte Bohne gesehen? Ey, ich hab die Bohne gesehen. Die war super! Juckt mich nicht die Bohne. Ich hab nicht hingeguckt. Juckt mich nicht die Bohne. Meint ihr, das wurde gesagt, weil es, weil wenn man Bohnen in den Nacken reibt, dass es dann juckt?
Nee, Moment, das waren Hagebutten. Aber ich fand auch nie, dass das wirklich gejuckt hat. Ich dachte nee, mir, es als ihr versucht habt, dachte ich mir nur, hör was, auf, soll ja denn, was soll das denn jetzt? Ja, das aber es juckt hat nicht gejuckt. Das ist einfach nur unangenehm, weil du mir gerade irgendwas da hinten reingeworfen hast. Das juckt mich nicht. Das ist einfach nur eklig, hör auf. Ja. Ich schmeiß dir doch auch nicht. Oh, guck mal, Brennnesseln. Die jucken aber hier. Oh, Brennnesseln sind entsetzlich. Ja, Brennnesseln sind Ausschnitt. Wenn du Pech hast und... Ich hab einen großzügigen Ausschnitt. Wenn du Pech hattest und in den Busch gefallen bist, ist das richtig bitter gewesen. Ich bin schon sehr oft in den Busch gefallen. Bist du mal in den Busch mit Brennnesseln gefallen? Nico, ich nicht. Ich schon, ich bin wirklich mal... Das war ziemlich unangenehm. Alter, das klingt so übel. Ja. Das ist doch sehr übel, aber man hat ja Klamotten an. Ich kannte nur eine Person, der das mal passiert ist. Ich hatte zum Glück Klamotten an, also... Die hat halt echt gelitten. Ich kenne auch eine Person, der das mal passiert ist. Die hat so gelitten. Nicht gelitten, Bruder. Glückwunsch! Danke. Ich bin auch stolz auf mich, dass ich eine Person jetzt kenne, der das passiert ist. Was machst du denn jetzt? Wer zu mir kommt, der hat von mir ein kleines Souvenir. Und das Souvenir? Roter Pfeffer! Grüner Pfeffer! Yeah! Es wäre sowas von nicht lustig gewesen, hätte es nicht noch einen zweiten Pfeffer gegeben. Du wurdest gerade vom Spiel gerettet. Manchmal muss man Comedy-Risiko eingehen, Johnny. Was? Ein Souvenir ist nicht genug? Ich hab aber keinen mehr. Och, verzapf Mann, dich! Verzapf dich. Der Zipfellümmel. Das sagen die auf dem Oktoberfest bestimmt auch, wenn ihm was daneben geht. Jetzt habe ich mich aber verzapft. Das finde ich lustig.